auf nichts. Tommy? Alles klar? Tommy, was ist denn los? Warum antwortest du nicht? Tommy, mach doch endlich auf, ich muss doch fertig schreiben. Tommy! Tommy, bitte mach auf! Jetzt hast du mir aber wirklich Angst gemacht. Warum antwortest du denn nicht? Ich denke, weiß Gott, was dir passiert ist. Mir ging es so schlecht. Fieber hast du keins. Was viel? Ich meine, was dünn? Dünner als Wasser und mehr als die ganze Welt. Aber jetzt ist es besser, Ich glaube, ich muss kotzen. Das heißt brechen. Richie sagt auch immer kotzen, wenn es ihm übel ist. Und mir ist es locker so übel wie ihm. Also musst du jetzt brechen oder nicht, Ich glaube, ich muss doch nicht kotzen. Dann leg dich wieder hin. Tragen! Du bist doch kein Baby mehr. Aber ich bin krank. So, aber dann lässt du mich bitte in Ruhe, ja? Upp, da, leg die Wärmflasche auf den Bauch, deck dich zu. Wir arbeiten seit ungefähr einem halben Jahr mit der Hardware. Das sind die neuen Pendeltests. Da waren wir bei Allspace aber genauer. Das kann schon sein, die Amerikaner haben auch ein bisschen mehr Erfahrung mit dir. Da erschrecken sie nicht, das ist noch das alte System. Wir integrieren gerade ein paar Interfaces. Wie lange waren Sie eigentlich drin? 5 Jahre. Das war früher auch mal mein Traum, aber mit Familie ist es nicht so einfach. Ja, wieso? Ich kenne ein paar deutsche Ingenieure, die sind mit ihren Familien einfach rüber. Man muss sich eben nur trauen. Ja, falls Sie längere Zeit keinen Start mehr gesehen haben. Das ist unsere Ariane in Kourou. Sehen Sie? Die geht hoch. Wir arbeiten seit fast 2 Jahren an der elektronischen Steuerung des Ausgleichventils. Der Druck der Projektleitung wird natürlich immer stärker. Naja, es ist klar, die wollen jetzt endlich Erfolge sehen. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass wir kurz vor dem entscheidenden Durchbruch stehen. Da wäre ich nicht so sicher. Okay, wir haben drüben auch noch nicht die maximale Lösung, aber die von Ihnen vorausgesetzte Belastungsstärke, die ist einfach viel zu hoch. Naja, das kann schon sein, dass wir hier mit einer größeren Sicherheitsreserve arbeiten als die Amis. Das ist ja der Beweis dafür. Aber ich sehe schon, geschickter Schachzug der Projektleitung. Konkurrenz. Noch dazu mit amerikanischem Background. Gleich mache ich den großen Kniefall. Quatsch. Sie sehen das alles viel zu persönlich. It's just business, Mr. Beering. Ja. Tommy, ich muss schreiben. Sag mal, habe ich in der Schule vielleicht irgendeine Schularbeit oder sowas? Wirklich nicht? Ehrenwort, mir ist ganz echt schlecht. Dann leg dich bitte wieder hin.
Tschüss, Mami, ich muss in die Uni. Tschüss. Du, Katja. Was ist denn? Ich hab's eilig. Die Bluse könntest du auch wieder mal in meinen Schrank hängen. Sag mal, du hast doch heute Vormittag gar keine Vorlesung. Naja, doch, so ein Extraseminar wegen Montenegro. Montenegro? Was ist mit Montenegro? Naja, wegen dem Ausgrabungspraktikum in Jugoslawien. Mami, ich erklär's dir später, ich muss weg. Immer heißt, ich erklär's dir später. Hast du vorhin auch zu mir gesagt? Du, halt jetzt bitte mal den Mund. Also bitte, was ist jetzt mit diesem Ausgrabungspraktikum? Wann, wo, wie, wieso? Mami, ich erzähle euch alles heute Abend. Aber ich muss einfach gehen. Katja, bitte, ich muss auch weg. Um 12 Uhr muss der Artikel in der Redaktion sein. Ich habe gedacht, du kannst auf Tammy aufpassen, die hat Durchfall. Auf Tammy aufpassen? Die wird doch wohl endlich auch noch ein paar Stunden allein zu Hause bleiben können. Also tschüss, bis heute Abend. Tschüss. Tschüss. Komm, jetzt lass den Mund los. Wieso? Du hast doch gesagt, ich soll ihn halten. Ja, aber doch nicht in alle Ewigkeit. Allein bleibe ich aber nicht. Brauchst du auch nicht. Erna kommt ja nachher. Ich mag aber nicht, dass Erna auf mich aufpasst. Die motzt immer so. Sei froh, dass überhaupt jemand im Haus ist. Ich gehe schon. Ja, hallo? Patti! Nein, ich habe Durchpfiff. Ja, und schlecht ist mir. Und Bauchweh habe ich. Ja, und Kopfweh habe ich im Kopf. Am Po kannst du auch schlecht Kopfhörer haben. Also dafür klingst du aber noch ganz normal. Und Hundeelend ist mir. Jetzt pass mal auf, du kleiner Besen, du. Du legst dich jetzt noch ein bisschen hin und dann bist du schnell wieder gesund. Ja. Und jetzt gibst du mal noch die Mama. Augenblick. Papa möchte sprechen. Komm, lass mich jetzt in Ruhe. Hallo, mit Flori. Grüß dich, du warst hoffentlich noch nicht auf dem Markt. Du bist gut, da mir den Teufel im Leib und ich sitze immer noch an meinem Artikel. Pass auf, besorgst du mir Mascarpone? Ich möchte nämlich als Nachtisch Tiramisu fabrizieren. Eier haben wir doch, oder? Sie mögen doch Tiramisu. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es hört sich an, als ob es gut schmeckt. Aha. Was, hast du was gesagt? Ich? Nein. Gut, dann tschüss bis heute Abend. Und den Mascarpone nicht vergessen. Tschüss. Ja, wissen Sie, Tiramisu, das finden Sie kaum in einem Kochbuch, obwohl es göttlich schmeckt. Übersetzt heißt es, richte mich auf. Sie scheinen ja gerne zu kochen. Leidenschaftlich, einmal die Woche. Und ein glücklicher Familienvater sind Sie wohl auch? Ja, das kann man schon sagen. Da, das ist unser Drei-Mädel-Haus. Links die Alex, rechts die Katja und in der Mitte die Jüngste, die Tami. Mhm. Sie wundern sich vielleicht, warum die noch so klein ist. Das ist nicht unsere leibliche Tochter. Ach so. Mein Bruder und seine Frau, die sind vor 7 Jahren verunglückt. Beim Skiunfall. Lawine. Tami war damals 2. Wir haben sie zu uns genommen. Eigentlich, wissen Sie, haben wir uns noch einen Sohn gewünscht, aber das hat nicht geklappt. Naja, und dann Tami. Aber die Tami ist mindestens ein halber Junge. Herr Behringer, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, ich sollte noch mal kurz zu Dr. Müller rüber. Ach so, ja, natürlich. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Gut, also bis später. Wieder schon. Wiedersehen. Ich bin der Provokateur und ich will dein Land sehen. Ich will dein Land. Komm, los, mach weg. Ja, wer weiß, wenn ich dich anrühre, ob du nicht platzt oder zerspringst. Mami! Und bei dem Jahr haben wir noch keine Hände hören. Und ich muss tippen! Erna! Ja. Erna! So. Was ist denn, Frau Behringer? Ach, Erna, könnten Sie vielleicht ausnahmsweise in einem anderen Zimmer beginnen? Na, Frau Behringer, das geht nicht. Das geht nicht. Sie wissen genau, wie ich arbeite. Oder vielleicht wissen Sie es auch nicht. Ich habe meinen ganz bestimmten Stundenplan. Ne? Von 10 bis um 9:30 das Wohnzimmer, dann bis um 11 die Küche und so weiter. Wenn ich den nicht habe, also den plane, wo komme ich da? Das ist mein Rhythmus. Und außerdem haben Sie gesagt, Sie wären gleich fertig. Ja. Und das ist auch nicht zum Lachen, Frau Behringer. Sie wissen genau, ich muss um 2 weg und um 2 war ich immer fertig. Oder vielleicht nicht. Ja, aber vielleicht könnten Sie ausnahmsweise zuerst Staub wischen und dann Staub saugen. Staub gewischt ist bereits, Frau Behringer. Aber das haben Sie vor lauter Tippen ja gar nicht gemerkt. Dann lassen Sie sich was einfallen, da die Küche ist noch nicht fertig. Die Küche kommt um 9:30, das habe ich ja gerade gesagt. Waschen! Kobolde waschen sich nie! Ja, und kämmen dürftest du ja auch mal. Waschen und kämmen! Erna,
sind Sie wahnsinnig? Das sind doch meine Manuskriptseiten. Was? Auf dem Boden? Ja, das ist eben meine Arbeitsweise. Frau Behringer, mich geht's ja nichts um. Aber meinen Sie, das ist ein gutes Beispiel für Ihre Kinder? Wahrscheinlich nicht. Also, ich gehe mich jetzt umziehen. Den Rest schreibe ich in der Redaktion. Dann können Sie wieder weiter staubsaugen. So eine Wirtschaft ist das in der Familie. Wir haben keine Wirtschaft. Ich bin keine Wurst. Was? Dami, Herrschaft nur mal nein. Ich muss aber die Mami was fragen. Mami! Ja! Du, sag mal, wer passt eigentlich auf mich auf, wenn Erna weg muss? Was soll denn das? Ich bin bis zwei zurück. Verspreche dir's. Aber wirklich? Die Alex kommt doch sowieso um halbe zwei. Nein, nein, kommt sie nicht. Michael hat heute Geburtstag. Also der Michael, das ist ja so ein ordentlicher junger Mensch. Wenn die Alex den einmal heiratet, das heißt, wenn es den einmal kriegt, dann kann es voll froh sein. Ich mag aber den Ritchie lieber. Alex und Ritchie heiraten, ist doch auch viel praktischer. Der wohnt gleich nebenan. Ja, du kannst ihn ja heiraten. Mami, kann ich vielleicht ein ganz klein bisschen Fernsehen? Bei dir piept's wohl Fernsehen am Vormittag. Nein, nein, du schreibst jetzt einen Übungsaufsatz, wie mir einmal Hunde elend. Okay? Tschüss. So ein blödes Thema. Wie mir einmal Hunde elend war. That's why I loved her. 'Cause I came. Nochmal ein Mosaik. Ziemlich gut erhalten, wie Sie sehen. Das sind solche Kleinfunde, von denen wir hoffentlich einige zutage fördern werden. Jetzt nochmal Teilansichten von Viminatium. Es gibt dort noch etliche Areale zu untergraben. Ja, und zum Schluss noch ein bisschen Ambiente. I-A, 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 I-A. Lachen Sie nicht, Sie wissen nicht, dass Esel weinen können. Licht an, bitte. Herr Dr. Lang? Wie lang ginge das denn? Sehr witzig. Wir werden insgesamt 8 Wochen in Viminatium verbringen. Ja, und wo werden wir wohnen? In unserem Atriumhäuschen, wie Ihre Vorgänger. Spartanisch, aber ruhig. Natürlich streng getrennt nach Männlein und Weiblein. Oh, sehr wichtig. Aber mal im Ernst, diese 8 Wochen haben nichts zu tun mit Pfadfinderromantik oder Mittelmeerurlaub. Im Gegenteil, sie bedeuten für alle ziemlich harte Arbeit. Manchmal bis abends um 10, oft auch mal am Wochenende. Wird ein Grabungskoller nicht ausbleiben. Lauter kollernde Wühlmäuse. Naja, leider gar nicht komisch. Sie glauben jetzt vielleicht, sie kennen sich, sich und ihre Kommilitonen. Aber richtig lernt man sich erst kennen, wenn man so lange und so nah aufeinander hockt. Ja, und was sollen wir eigentlich alles mitnehmen? Ich meine, neben den Grabungswerkzeugen. Kriegen Sie eine Liste. Sonnenschutz ist wichtig. Meine Damen, falls Sie davon geträumt haben sollten, dort den ganzen Tag im Bikini rumzurennen, muss ich Sie enttäuschen. Außerdem, es werden dort immer einheimische Arbeiter mit uns sein. Und Montenegro ist nicht das herkömmliche Jugoslawien. Die islamischen Einflüsse sind vorherrschend. Land und Leute sind eher zu vergleichen mit der Türkei. Und kaum einer spricht irgendeine Fremdsprache. Ich empfehle Ihnen also allen, den Basiskurs in Serbokratisch anzunehmen. Sie tun sich dann später in Montenegro ungleich leichter. Noch Fragen? Du, Fragen? Gut. Historie, Fotografien, Grabungstagebücher und die Planer können in meinem Büro eingesehen bzw. ausgeliehen werden. Das wäre es vorerst. Also das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist unsere neueste Errungenschaft. Da sind wir ganz stolz drauf. Unser Rendezvous- und Kopplungssimulator. 6-achsig steuerbar. Sie müssen sich vorstellen, das ist der zielsuchende Satellit. Und der schwirrt also immer ran. Hier käme dann noch eine Sensorenplatte drauf, das wäre das Ziel. Und wenn man Glück hat und wenn es funkt, dann treffen die beiden sich ganz genau auf den Millimeter. Das haben Sie schön erklärt, Herr Behringer. Ich muss Ihnen nur sagen, in Amerika arbeiten wir schon seit einiger Zeit damit.
allerdings noch nicht sehr lange, gebe ich zu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unsere Zusammenarbeit. Und ganz besonders auf das Essen heute Abend. Und da kam der zu mir rein. Mit einer schwarzen und mit einer weißen Rose und sagte mir, ich bin ein Harlekin. Und nach dem Essen schlief er ein. Am nächsten Morgen erzählt er mir, er habe 4 Valium geschluckt, voller Angst vor mir. Kannst du dir das vorstellen? Keine Ahnung. Du, ich muss jetzt weitermachen, okay? Experiment. Schmeckt's? Sehr gut. Reinste Nervennahrung. Ist das das Neue? Das sieht aber sehr gut aus. Wie George Strehler. So, ich lege das Manuskript der Carla auf den Schreibtisch, ja? Wie der Astralkörper den physischen Körper verlässt. Der Astralkörper des Durchschnittsmenschen. Aufwallendes Liebesgefühl. Na, servus. Sind die Fotos für den Artikel schon da? Ja. Gut, tschüss. Frau Behringer, die Carla will noch was von Ihnen. Sie macht Mittag in Pasta Vera, sie soll unbedingt drüber kommen. Hätte sie mir wirklich früher sagen können, ich bin so in Eile. Toll, das mache ich aber erst zu Hause auf. Danke. Bitte. War knapp, wann hätte ich dich in voller Montur empfangen müssen? Melde Gehorsamsgefreiter, Bayer zur Stelle. Dann wäre ich sicherlich nicht mit eingestiegen. Ehrlich? Auch nicht, wenn ich Geburtstag habe? Ehrlich. Nein, ein Cappuccino. Ein Cappuccino, bitte. Ich habe ganz wenig Zeit. Geht ganz schnell. Die Reportage von Karin ist geplatzt. Du weißt die Geschichte mit der Verhaltensforscherin, die 3 Jahre mit Seelöwen zusammengelebt hat. Kannst du mit irgendwas einspringen? Ich brauche es allerdings bis spätestens übermorgen. Aber was ist denn mit dem Artikel über die Nobelpreisträgerin? Die wachst du nicht. Kaffee. Schreib was Neues. Bist du wahnsinnig? Ja. Bis übermorgen. Nein, pass auf, morgen muss ich in die Stadt mit Alex und Tami. Die brauchen beide neue Klamotten. Hausfrau und Mutter über alles. Komm, war nicht böse gemeint. Na, ich finde schon was. Nein. Übrigens, hast du das Hotel abgeliefert? Ja, liegt auf deinem Schreibtisch. Gut. Sag mal, wer ist denn das? Du, den muss ich dir unbedingt vorstellen. Das ist der erste Astralmaler in Europa. Ja, der geht nachts aus seinem Körper raus, fliegt mit seinem Astralkörper hin, wo er will, und dann malt er, was er gesehen, beziehungsweise was er empfunden hat. Ja, und dieser Astralkörper ist mit dem physischen Körper durch so eine Art silberne Schnur verbunden. Also er sagt, das kann jeder, wenn man genug übt. Und dann gibt's nachts ein heilloses Durcheinander vor lauter silbernen Nadelschnur. Du, das ist kein Spaß. Der kann dir Sachen erzählen, du. Übrigens, er trinkt keinen Tropfen Alkohol, nur Quellwasser. Toll. Und was ist mit deinem potenten, transzendenten Sanyasi? Das war doch nur körperlich. Er ist ganz anders, du, wahnsinnig sanft, weise.
Der Mann hat 15 Jahre in Tibet gelebt, mit Mönchen zusammen. Und die haben ihm alles beigebracht. Zum Beispiel, wie man das dritte Auge reaktiviert. Du kennst du das dritte Auge? Hier. Hier sitzt es. Also schau dir doch mal diese indischen Frauen an. Was glaubst du, warum die diesen roten Fleck auf der Stirn tragen? Hm? Dritte Auge. Ich dachte, das wäre ein Kastenzeichen. Du, ich habe wirklich jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt. Du, er hat nächste Woche eine Vernissage in der Galerie Modern Frame. Ich organisiere das so ein bisschen mit für ihn. Und über die Buchreferenten habe ich schon gesprochen und er hat zugesagt. Du musst seine Bilder sehen. Die sind irrsinnig esoterisch. Bitte komm, sprung nach hinten. Ich stelle ihn dir vor. Carlo, Tammy ist krank und wir kriegen heute Abend Besuch. Aber ich komme zur Vernissage und ich bringe auch Florian. Okay, dann tschüss. Dann gibt es wenigstens ein interessantes Streitgespräch. Astral gegen Integral. Okay. Tschüss. Tschüss. Deine? Lass mich. Was ist denn los? Nichts ist los. Alles ist in Ordnung. Das willst du doch hören, oder? Ja. Hat sie denn keinen Spaß gemacht? Spaß? Ich hasse dich. Ja, lächel nur. Hast denn gekriegt, was du wolltest, nicht? Ja, und du? Du hast es doch auch gewollt. Sag mal, wieso bist du denn plötzlich so hysterisch? Hysterisch? Sag mal, bist du verrückt geworden? Warst du auch das erste Mal? Du lügst. Du bist so ein gemeiner Lügner. Ich meine natürlich mit dir. Rühr mich nicht an. Lilia. Das ist alles so widerlich. Finde ich gar nicht. Deswegen muss man sich doch nicht schämen. Drehst du jetzt völlig durch, oder was? Alex! Schöne Entenleber, macht 38,50. Bitte, das ist nur eine Frage. Frau Siedlmeier, haben Sie noch eine Entenleber? Nein, Frau Behringer, wir haben ja bloß drei gehabt und das war die letzte. Oh Gott. Vielleicht haben wir noch eine Gänsleber, Moment. Gisela, haben wir noch eine Gänsleber? Nein, haben wir nicht mehr. Da, Sie hören's, leider. Aber was mache ich denn jetzt? Entschuldigen Sie bitte, ich muss unbedingt Ihre Leber haben. Wie bitte? Es ist mir ja so peinlich, aber wissen Sie, mein Mann, der bekommt heute Abend ganz wichtigen Geschäftsbesuch und da will er natürlich glänzen. Und er macht diese Entenleber wirklich fantastisch mit italienischen Cognac-Pflaumen, mit Salbei. Ist eine Spezialität von ihm. Stimmt's, Frau Siedlmeier? Ja, stimmt. Ja, entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich wirklich... Ich weiß, dass ich absolut unmöglich bin, aber bitte, wenn es Ihnen wirklich nichts ausmacht... Sie wissen doch, wie das ist, wenn Männer sich was in den Kopf gesetzt haben. Ich darf gar nicht dran denken, was das für einen Krach gibt. Ja, Frau Behringer, so kenne ich Ihren Mann ja gut. Ja, wenn es ums Kochen geht, da ist der unberechenbar. Da haut er um sich.
Also da kann ich Sie verstehen. Wieso haut die raus? Nein, aber der kocht gerne. Was meinen Sie, was ich da schon für Ärger hatte, wenn ich was vergessen habe oder was Falsches gebracht habe? Ja, und immer muss die ganze Familie darunter leiden. Also gut, daran will ich nicht schuld sein. Ich gebe Ihnen. Nein, nein, ich kann es wirklich nicht annehmen. Ach, nehmen Sie. Sie sind ein Schatz. Dankeschön. Und was koche ich jetzt? Ja, mei. Typisch. Kein Programm für kranke Kinder. Ich bin der Pumuckl. Und ich bin weg da. Pfui, pfui, ich bin weg da. Komm, los, mach mich weg. Ja, wer weiß, wenn ich dich anrühre, ob du nicht zerplatzt oder zerspringst. Unsinn. Kobolde zerplatzen nie. Ja, nee, nur Video. Ja, ja, ja. Tami, du, wer hat dir erlaubt, Fernsehen schauen am Mittag? Der war so langweilig. Außerdem warst du um zwei noch nicht da. Und, was ist mit deinem Aufsatz? Der liegt doch fertig auf dem Tisch. Das soll ein Aufsatz sein? Das ist ja nicht mal ein Gedicht. Tami, mach sofort den Fernseher aus und komm hier. Wie ich einmal hundeelend war. Erstens heißt das, wie mir einmal Hundeelend war, und zweitens heißt das als. Du hast auch wie gesagt. Eines Morgens wachte ich auf, ich sollte in die Schule, aber ich musste aufs Klo. Es war dünner als Wasser. Dann ging meine Mutter fort und ich war bald besser. Weißt du, was das ist? Das ist eine Frechheit. Also wenn ich deine Lehrerin wäre, dann kriegst du aber einen Sechser mit Stern. Was soll ich denn schreiben, wenn es mir plötzlich wieder besser war? Ah, dann gehst du jetzt bitte nach oben und schreibst einen Aufsatz, wie mir plötzlich wieder besser war. Und mich schwindelt's auch und setzt sie eine halbe Stunde aufs Klo. Hetze! So, Frau Behringer, darf Ihnen jetzt auch mein Heft sein, wie ich heute geputzt habe. Da schau es her, das waren jetzt 4 Stunden, wie immer, die Viertelstunde drüber berechne ich Ihnen. Das ist sehr lieb. Ja, so, dankeschön. Nur was, Frau Behringer? Schau es, ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber irgendwas müssen sie unternehmen gegen die Schlamperei. Bei der Alex im Zimmer hat es ausgeschaut wie Kraut und Riemen. Ja, und erst bei der Dame, da war es ja noch viel schlimmer. Machen Sie sich keine Sorgen, das werden später die ordentlichsten Menschen. Ach so, Sie meinen, schlamperte Kinder, die werden später einmal ordentlich und ordentliche werden später einmal schlampert. Dann müssten Sie aber als Kind ganz furchtbar ordentlich gewesen sein. 1-0 für Sie, Anna. So, ich mach mir jetzt dann fertig. Ist Dr. Lang in seinem Büro? Ja, in seinem Zimmer. Danke. Ja? Entschuldigung, vorhin war mir zu viel Anfragen. Bedienen Sie sich, viel ist nicht mehr da. Das Grabungsalbum vielleicht. Sie müssen eben untereinander ein bisschen tauschen. Was? Ja, ich hatte mir das alles viel bombastischer vorgestellt. Eine Pyramide mit Grabkammer oder einen griechischen Tempel kann ich nicht bieten. Aber diese Provinzausgrabungen sind interessanter, als Sie glauben. In Montenegro wurde zwar keine Weltgeschichte gemacht, aber es wurde Jahrtausende lang von der Weltgeschichte überrollt. Alle Mächte des alten Orients sind da vorbeigezogen und haben ihre Spuren hinterlassen. Deshalb findet man dort so viel keramisches Kleinzeug. Aber Sie müssen natürlich Ihr Gespür einsetzen, Ihre Intuition. Ohne das richtige Gespür wird man niemals ein guter Ausgräber. Und Sie haben das richtige Gespür? Ich glaube schon. Nix. Mach keinen Blödsinn. Ist die Alex da? Nee. Habt ihr euch gestritten? Wie kommst du denn darauf? Na, zu Hause ist sie nicht und bei dir ist sie auch nicht. Ach, grüß Gott, Herr Michael. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ja. Und feiern's recht schön mit der Alex. Ja, ja. Tschüss. Ja, danke schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Von mir auch, Michael. Danke. Alles. Was ist los? Wo ist die Alex? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, sie sei schon hier. Na, komm erst mal rein.
Was ist los? Hast du es gestritten? Hab ich auch schon gefragt. Komm, ab die Post. Was ist los? Wo ist die Alex? Keine Ahnung, ich dachte, sie sei schon hier. Was heißt schon? Ja, wir waren bei mir und dann ist sie plötzlich weggerannt. Weggerannt? Warum denn? Sie war wohl ein bisschen sauer auf mich. Sauer? Warum denn? Ja, weil die Alex und ich... Naja, wir hatten das eben so zu meinem Geburtstag ausgemacht. Michael, was ist los? Also, wir haben miteinander zum ersten Mal geschlafen. Und? Dann hat sie plötzlich geheult. Ich habe doofe Sprüche gemacht, aber auch nur, weil sie so komisch war. Komisch nennt ihr das? Ich wünsche euch Männern mal, dass ihr im nächsten Leben als Frauen auf die Welt kommt, damit ihr mal wisst, wie das so ist mit unseren Gefühlen. Tammy, hör endlich auf. Merkst du nicht, dass du nervst? Hallo? Alex? Alex, bist du's? Alex, bitte antworte. Wo bist du? Kaffee? Reitschule? Ich bin gleich da. Warte mal, Michael möchte mit dir sprechen. Alex? Du, es tut mir leid, ich... Alex? Aufgelegt. Da hat man darüber geredet und geredet. Und dann ist alles doch ganz anders. Also, ich fahr jetzt. Ich fahr hinterher. Allein bleib ich aber nicht. Lass mal laufen. Alex braucht mich jetzt ganz, ganz dringend. Bitte ruf Richie an, vielleicht kommt er rüber. Und sei schon brav, ja? Wart hier okay? Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht mehr sehen! Alex, Alex, komm, mach jetzt keinen Blödsinn. Komm, wir fahren nach Hause. Aber ich lieb dich doch!
Ich kann nicht mehr. Michael, lass sie jetzt. Das hat jetzt gar keinen Sinn. Fahr zu ihr nach Hause, okay? Ich kümmere mich schon um sie. Du. Warum fragst du eigentlich nicht, was passiert ist? Weil ich deine Mutter bin. Du, Richie, darf ich die Leber braten? Klar. Aber pass auf, das spritzt. Habt ihr Ketchup? Ja, im Kühlschrank. Kannst du ruhig alles haben. Ich mag sowieso keine Leber. Ja, gerne. Ist da nicht die Alex? Die ist weg. Sag mal, warum regen sich Erwachsene eigentlich immer so auf, wenn ein Junge mit einem Mädchen zusammen schläft? Wie kommst du denn darauf? Sag halt. Naja, vielleicht haben sie Angst, dass das Mädchen dann ein Kind kriegt. Kriegt man ein Kind, wenn man zusammen schläft? Es kommt drauf an. Heißt das dann auch, sich lieben? Ja, das kann man schon so nennen. Mhm. Einser oder Straße? Einser. Schmeckt's? Irgendwie ein bisschen entig. Ich sehe auch Entenleber. Nein, danke. Du bist dran. Ich gehe nach oben. Grüß dich. Hallo. Ich verliere die ganze Danke. Zeit. Danke, ist auch passend. Ja, nicht zu danken. Die Leber war hervorragend. Ein bisschen entig vielleicht. Du hast die Leber? Ja, um Gottes Willen. Weißt du, was ich auf dem Viktualienmarkt für ein Theater gemacht habe, um diese verdammte Leber zu kriegen? Florian kriegt heute Abend Besuch, er will seine Spezialität machen. Entenleber. Hast du die ganze Leber gefressen? Ja. Ich wollte ja keine. Was glaubst du, was Florian für einen Riesenskandal macht, wenn der nach Hause kommt? Was hast du dir denn dabei gedacht? Aber das habe ich doch nicht ahnen können. Grüß dich, Papi. Alex bekommt ein Kind. Was? Ja, ein Kind. Ach, was ist da los? Nichts. Überhaupt so nichts. So ist das. Kirschen pflücken in Nachbarsgarten. Wie lange geht denn das schon mit Alex? Hör Lass auf, mich, das ist meine Sache. Ich hab's ja immer gesagt, du bist ein ganz abgefeimter, hinterhältiger Bursche, Herrn Witthold. Aber nein, der Verführer meiner Tochter, der darf hier reinspazieren, wie es ihm gefällt, und auch nur ein Kind anhängt. Ritchie. Aber bedien dich ruhig, wir haben ja drei Töchter. Ritchie hat damit und wenn du weiter so frech bist, dann weiß ich nicht, ob ich mich beherrschen kann, gell? Heraus! Ritchie hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wer sagt denn überhaupt, dass Alex ein Kind kriegt? Die Tami. Unsere Religionslehrerin sagt auch immer, wenn sich zwei lieben, bekommen sie ein Kind. Oder wenn sie zusammen schlafen, sagt Ritchie. Also so habe ich es natürlich nicht gesagt. Aber ich verziehe mich jetzt mal lieber. Entschuldigung, wegen dem Dings da. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Kann mir bitte mal einer erklären, was hier los ist? Kann ich. Michael war's. Tami, verschwind jetzt. Immer auf die Kleine. Alex,
Weißt du, bei mir, als ich das erste Mal, ich hätte lachen und gleichzeitig heulen können. Davor, da stellst du dir ganze Filme vor, wie schön, aufregend und einmalig das alles sein wird. Und dann? Dann ist nach dem Titel schon Schluss. Aber es wird immer schöner, glaub mir. Es ist natürlich einfacher, 17-jähriges Mädchen zu verführen. So viel ich mitgekriegt habe, wollten das beide, weil er Geburtstag hat heute. So ein sauberes Geburtstagscheck. Sie haben sich das halt beide sehr schön vorgestellt. Ich war von Anfang an dagegen. Der Junge ist 5 Jahre älter. Das ist doch kein Argument. Ich bin doch auch älter als du. Ach, das ist doch ganz was anderes. Auf jeden Fall kommt mir der Junge nicht mehr ins Haus, das verspreche ich dir. Entschuldige, das ist die einfachste und dümmste Lösung. Wo ist jetzt die Alex? Oben. Du, bitte, lass sie jetzt allein, ja? In einer Stunde kommt die Selna. Hast du alles gekriegt? Mascarpone? Ja, den habe ich. Und die Entenleber? Ja, die habe ich auch gehabt. Das heißt, Ritchie hat aus Versehen die ganze Entenleber aufgegessen, da. Wenn dieser Kerl sich noch einmal an unseren Kühlschrank geht. Weißt, Ritchie darf seit seiner Kindheit an unseren Eisschrank. Der ist doch bei uns wie zu Hause. Jetzt gibt's mir erst einmal Bier. Wo ist denn der Michael? Den habe ich nach Hause geschickt. Das wird da gut sein. Weißt du was? Wir gehen einfach essen. Ach, du bist doch ein Schmarrn. Ich habe doch ganz ausführlich erklärt, wie und was ich kochen will. Ja, du, wie wär's denn mit deinen Spaghetti? Meine Spaghetti? Wir haben doch nichts für meine Spaghetti. Spaghetti alla Tami können wir machen, ja? Ketchup, Ketchup. Ich hoffe nur, der Bursch war wenigstens so verantwortungsvoll und hat... Alles okay. Du, wie wär's mit provenzalischen Tomaten? Mit viel Knoblauch? Das schmeckt gut, geht schnell und ist leicht. Nein, nein, nein. Italienisch muss schon sein. Also, ich konstatiere, wir haben keine Entenleber. Nein, haben wir nicht, leider. Mais, Scheiß, Auberginen, Karotten, Bohnen, Pilze. Das kannst du alles vergessen. Pilze. Steinpilze. Mit Vialone-Reis. Maria, ich hab's. Risotto alla Beringer. Genau. Butter, Zwiebeln, Weißwein in die Pfanne. Wir haben doch von gestern noch ein Fleischbrühe. Haben wir. Und dann weist man gleich die Steinpilze ein. Ja. Schürze. Schürze. Soll ich dir die Pfanne auswaschen? Ja. Das heißt, nein, dann schmeckt's wenigstens noch ein bisschen nach Entenleber. Du bist wunderbar. So. Ja. Da denkt man, man hat Kinder. Und dabei sind sie schon erwachsen. Ja, ich muss mich wirklich sehr herzlich bedanken. Risotto à la Beringer, das werde ich mir merken. Das war ganz ausgezeichnet. Sind das eigentlich echte Steinpilze? Ja, das ist mein Geheimnis. Fabelhaft. Von der Tiramisu ganz zu schweigen, das ist ja eine Todsünde. So, ich muss wirklich gehen. Sie haben einen Prachtmann, Frau Beringer. Ich weiß, was ich da sage. Bekannter von mir hat sogar Angst, beim Abwaschen sich die Hände zu verstauchen. Gute Nacht und vielen Dank für alles. Ich bringe Sie doch zum Auto. Oh, das finde ich schon selber, danke. Doch, doch. Dankeschön. Haben wir das wieder hingekriegt? Nicht einmal die Steinpilze hat es gemerkt. Wahrscheinlich hat es da drüben immer nur Hamburger gegessen. Sie haben wirklich einen Prachtmann, Frau Beringer. Das ist gesagt wie ein charmanter Computer. Ja, aber Computer sagen die Wahrheit, die reine Wahrheit. Mhm. Tja, das ist die neue Generation. Straight on. Immer das richtige Wort auf den Lippen. Jeder Situation sofort angepasst. Und dabei hübsch, gescheit, cool. Da hat's mir was voraus. Du wirst sehen. In 2 Monaten hat die ihre eigene Abteilung in der Firma. Ich spür's dir. Eifersüchtig?
Aber du? Ich? Weswegen denn? Na, 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 na. Was machst denn du in meinem Bett? Oh, ich muss sie anscheinend verwechselt haben. Weißt du noch, wir beide das erste Mal in dem winzigen Ort, in dem kleinen Hotel? Ja, ja, in Porto Grosso. In Porto Rosso. Rosso? Ja, ja, ich weiß schon, ich war die Zärtlichkeit und Potenz in einer Person. Du lügst. 2 Stunden habe ich auf dich gewartet. Und dann bin ich heimlich über den dunklen Hotelgang zu dir ins Zimmer geschlichen und du hast tief geschlafen. Ich? Mami, ich hab Hunger.